Liebe Leute, herzlich willkommen zurück. Athen ist bedroht. Athens Hauptstadt und der gesamte Staat droht der Untergang. Das Osmanische Reich hat es angegriffen. Eroberung von Athen ist ihr Ziel. Unsere Armee wurde ausgelöscht in der Schlacht von Iskodra, als wir gerade zurückeilen wollten in unser Heimatland. Denn wir sind ja gleichzeitig noch im Krieg gegen Venedig und seine Verbündeten. Dieser Krieg sieht ganz gut aus. Der gegen die Osmanen allerdings. Fürchterlich, denn alle Verbündeten haben uns verraten. Mailand, Österreich, Ungarn. Ganz allein auf der Welt haben wir eigentlich keine andere Möglichkeit, als sofort Frieden zu machen mit den Osmanen, um den Schaden irgendwie zu begrenzen, denn die Zahlen sprechen für sich. Deswegen, liebe Leute, bleibt uns gar keine andere Wahl, als zu verhandeln und dann aber umso härter zuzuschlagen noch gegen Venedig und Aragon, um das irgendwie zu kompensieren, was wir jetzt hier gegen Osman unweigerlich verlieren werden. Aber bevor wir hier zu den Verhandlungen kommen, eine kleine Randnotiz noch. Ich glaube, vor zwei, drei Folgen sprach ich davon, dass ich auf jeden Fall Bannerlord spielen werde jetzt die Tage. Das ist ja, glaube ich, jetzt heute schon am 30. rausgekommen ist, wo ich das gerade aufnehme. Ist mir jetzt aber gerade zum Start doch irgendwie zu viel geworden, gerade weil es ja noch im Early Access ist und ich werde es mir dann zu gegebener Zeit mal in Ruhe angucken, dann wahrscheinlich spielen. Erstmal für mich und wenn ich Spaß dran habe, dann auch das zeigen. Weil jetzt gleich so ein Monsterprojekt sofort ein Let's Play zu machen, ohne dass ich mich da selber länger eingearbeitet habe, ist dann auch ein bisschen too much. Das wäre, glaube ich, ein bisschen, als würde man jetzt, weiß ich nicht, Victoria 2 anfangen zu spielen und sofort aufzunehmen. Ohne ja jedes Vorwissen. So, aber zurück zu EU4. Ich befürchte fast, wir müssen Athen abgeben. Unsere stolze Hauptstadt in den Rachen der Osmanen werfen. Dazu Korfu, das ist auf jeden Fall das, was gefordert wird. Anderes Land wollen sie gar nicht von uns. Immer weiter. Den Zeta abgeben, das ist gar nicht schlecht. Wir geben Zeta an Venedig zurück. Dann können wir uns nämlich gleich einfach Zeta in einem Friedensvertrag mit Venedig wiederum holen. Vasallen aufkündigen, Nationen entlassen. Wir können jetzt natürlich die Sache durchziehen und sagen, okay. Ich gebe die Peloponnes auf, ich gebe das gesamte südliche Gebiet auf, das wir haben. Und beschränke mich dann hier auf unsere Balkanbesitzungen und unsere italienischen Besitzungen. Weil ich gar nicht verkehrt. So, und die Frage ist, können wir das jetzt noch irgendwie abrunden mit Geld oder müsste ich auch noch was entlassen? Ich gucke mal. Wenn wir euch ganz, ganz viel Geld geben, reicht das nicht. Wenn wir Kriegsreparationen on top geben, dann reicht das und dann können wir hier ein bisschen runtergehen. Okay, das wäre der Frieden. Wir treten Korfu und Athen ab. Zeta an Venedig. Mit seinen Kriegsreparationen über 10 Jahre beenden die Vasallierung des Byzantinischen Reichs. Und zahlen 271 Dukaten. Das gibt einen Waffenstillstand bis 35, also 14 Jahre Waffenstillstand. Also im Prinzip einen Maximalfrieden, mehr oder weniger. Die in der zweiten osmanischen Eroberung von Athen. Wir wussten, dass dieser Tag kommt. Und jetzt nutzt die KI es natürlich dann auch hemmungslos aus, dass wir hier in einem größeren Konflikt drin sind, aber das Risiko bin ich eingegangen. Das ist der Preis, den wir zahlen müssen. Und ich sehe keine Alternative, ganz ehrlich. Ich wüsste nicht, wie wir das sonst lösen können. Wir übersenden ihnen dieses Angebot. Ich glaube, wir haben keine Wahl. Boah, das tut weh. Und vor allem unsere gesamte Armee dabei noch verloren, ne? Athen. Wir kommen zurück. Wir werden wiederkommen. Ein Athen ohne Athen, das ist natürlich auch ein ganzes Reich im Exil, in gewisser Weise. Das bringt uns jetzt dazu, dass wir nur noch den Krieg haben, wieder gegen die Venezianer. Da sind unsere alten Verbündeten noch drin. Die Frage ist, wir könnten sie wiederum alliieren. Noch sieht man uns als Verbündeten, weil wir wahrscheinlich auch diesen Krieg noch zusammen kämpfen. Habe ich Alternativen? Ich befürchte nicht. Ich glaube nicht, dass sich irgendjemand sonst jetzt groß mit uns zusammenschließen würde. Frankreich wäre für mich die einzige echte Alternative.
Aber die sind mit Aragorn verbündet. Na gut, noch, das könnte man beenden. Aber auch dann, Frankreich ist weit weg, wir sind sehr schwach. Gerade in der jetzigen Verfassung würde Frankreich nie ein Bündnis mit uns eingehen. Auch Kastilien ist zu schwach und zu weit weg. Wir brauchen Ungarn, Österreich und Mailand, auch wenn sie uns verraten haben. Ich befürchte, es führt kein Weg daran vorbei, diese Bündnisse zu erneuern. So hart es ist. Aber wir merken uns, was sie getan haben. Wir merken uns den Verrat und meine Schulden gegenüber Ungarn, als ich im letzten Osmanenkrieg ihr Land quasi gab, um uns zu retten. Die Schulden betrachte ich jetzt als beglichen. Und die Bündnisse sind damit erneuert. Wir müssen einen Haufen Schulden aufnehmen. Kriegsreparationen leisten, das können wir alles ausgleichen. Jetzt tun wir uns alles jetzt von Venedig und seinen Verbündeten. Sehr gut. Haben wir erstmal das erledigt. Dann gucken wir mal ganz kurz, wo wir gerade hier stehen. Budapest wird zurückerobert, Wien wird zurückerobert, Dalmatien wird zurückerobert, Valencia steht kurz vor dem Fall, Huesca auch. Viele Truppen, die hier gebunden sind. Ist nicht die Frage, wo sind die Engländer? Aber erstmal, ja, alle sind noch enthusiastisch Ungarn, ein bisschen Kriegsmüdigkeit. Würde gerne England rauskriegen aus der Nummer. Aber wir schauen mal. Wir können jetzt 2000 Mann ausheben, aber was würde es uns helfen? Oh, diese Verräter. Das merken wir uns. Ja, oh Gott, da kommt die venezianische Armee. Wir müssen jetzt vorsichtig sein. Ah, und da steht Aragorn in Negroponte. Da lassen wir natürlich die Finger von. Gucken wir mal, ne? Wir nehmen auf jeden Fall Ceuta, wir nehmen auf jeden Fall hier Land. Tlemcen und das Mamlukenreich. Ne, das ist auch nicht das Bündnis, was das Mamlukenreich bräuchte. Wäre natürlich der beste Partner eigentlich für uns. So, Valencia ist gefallen. Jetzt könnten wir überlegen, ob wir Aragorn rausnehmen aus der Nummer. Also, was möchten wir eigentlich in diesem Krieg erreichen? Wir wollen natürlich die Abruzzen, weil wir damit Umbrien vervollständigen. Wir wollen aber auch eventuell ein bisschen, ja, Ausgleich. Neapel ist, glaube ich, zu teuer zu nehmen. Aber hier, nach Apulien hinunter, könnte man Land nehmen. Das wäre, glaube ich, gar nicht verkehrt, dass man perspektivisch so die Gegenküste erobert. Wie weit gehen wir damit? Okay. Und das noch? Ah, okay. Na gut, sollte ich nicht übertreiben, ne? Sollte ich mich ein bisschen zusammenreißen. Ich kann nicht zu viel Land von Aragorn fordern, wenn es sind ja kein... Nicht das Hauptkriegsziel dieses Konfliktes. Ich möchte, dass wir auf jeden Fall einen Vertrag mit Frankreich aufkündigen, um uns die Möglichkeit zu lassen, hier wieder zu späterer Stunde zurückzukehren. Ich möchte Kriegsreparationen. Oh ja, geht. Aber nein, um die Reparationen auszugleichen, die wir an die Osmanen leisten müssen. Ich möchte Gold. Ich würde gern mehr Gold haben. Frage... Versuche ich diese Festung noch zu nehmen. Können wir es noch ein bisschen wilder treiben. Hier verliere ich jetzt langsam einzelne Provinzen, aber das ist nicht das große Problem. Auch noch ein bisschen mehr Warscore vielleicht gegen sie. Ich würde gerne mehr Gold rauspressen, um meine finanzielle Situation hier etwas zu begradigen. Ein grausamer Mann, unser Nero der Zweite, komisch. Unruh global plus 2. Jei. Das ist ganz, ganz übler Perk. Das wollten wir nicht. Das sollten wir nicht sehen. Wir werden ohnehin ordentlich Probleme kriegen jetzt gleich mit Rebellen. Am besten kommen die Bauern jetzt, wo wir noch diesen Krieg hier führen. So, das sind Aragons Truppen, die könnten wir gleich rausnehmen. Ich gucke jetzt aber, ob... Ja, Huesca ist auch genommen. Dann können wir, glaube ich, ein bisschen mehr noch fordern von Aragorn. Und uns dann auf Venedig konzentrieren. Also, einfach ein bisschen was noch... Ja, die Belagerung hatte doch sich
Schon gelohnt jetzt. Machen wir 400 Dukaten. Also, die Abruzzen, Capitanata, Kriegsoperationen, Bündnis mit Frankreich aufkündigen, Gold. Oh, wir bekommen gerade mal 64 davon, weil unsere Kriegsbeteiligung so gering ist. Und vor allen Dingen ein Waffenstillstand bis 34, alles klar. Aber vor allen Dingen die Kriegsreparationen werden uns gut. Stützen wir unsere Wirtschaft jetzt erstmal auf ausländisches Geld, gewissermaßen. Und das sieht doch hier ganz gut aus schon. Die Küstenlinie. Natürlich nur ein kleiner Trost nach dem Verlust von Athen, aber gut. Gardespenia und das napolitanische Volk. Es geht um einen... um einen Berater. Nö. Kann ich mir eh nicht leisten. Wir nehmen ihn als Anführer unserer Untertanen. Ist ja nur lokal alles. Ist die Frage, verliere ich jetzt hier gerade Ragusa? Dalmatien steht kurz vorm Fall. Ragusa aber auch. Ich muss beide Städte, ich muss die Hauptstädte zurückerobern hier, oder? Oh, Ungarn und Österreich beide nur noch auf Mittel. Ja, Ragusa, besetzt worden jetzt sogar. Das haben sie einmal durchgeblitzt. Und Genua marschiert hier auf. Genua könnte ich vielleicht rausnehmen. Auch einfach für ein paar Dukaten, glaube ich mal. Ein paar Dukaten wenigstens. Von denen kriege ich ja eh keine ab. Oder? Moment, Kriegsreparation? Oh ja! Vor allem. Davon habe ich natürlich deutlich mehr. Genua darf raus, wenn sie Kriegsreparation zahlen. Weil von den Dukaten kriege ich ja nur einen Anteil. Für die Kriegsreparation bekomme ich direkt komplett 4,31 von Aragon. Das ist natürlich eine Wucht. Jetzt habe ich ja nur 20% gegen sie. Aber Venedig will raus. Gucken mal, was wir machen können mit Venedig. Ich will diesen Krieg jetzt auch nicht in die Länge ziehen, denn ich habe intern natürlich ordentlich Probleme. Ich will Seta haben, auf jeden Fall zurück. Ich muss Österreich Land geben, denn ich habe ihnen Land versprochen. Friol. Ui, okay. Ich müsste Österreich eine ganze Menge Land geben. Dann versuche ich ein bisschen was am Warscore noch zu drehen. Ich hebe hier schon mal Truppen aus. 2000 Mann. Yay. Ich hoffe, dass die Bauern gleich noch triggern, dass wir sie noch niederschlagen können mit unseren Verbündeten. Dass sie uns alle verraten haben, ey. Wahnsinn. Ist ja nicht so, dass wir so wahnsinnig unter Druck standen in diesem Krieg. Um uns Medrevo. Okay, wunderbar. Ungarn ist gleich da. Wien. Naja, wenn die Venezianer da hochmarschieren. Aber das ist doch das Einzige, was hier gerade groß noch gegen uns steht, oder? Das einzige Heer. Die Armee von Leonardo Loredan. Die Engländer lassen sich nicht blicken. Wenn man die rausnehmen könnte. Aber die sind viel zu motiviert, die würden keinen Frieden machen. Ja. Ah, wobei, hatte ich nicht einen Malus eigentlich? Shit, bis 28, ja gut, aber 6 Jahre wartet man dann auch nicht. Ah, die schwarzen Reiter. Und eine neue Kanone. Nehmen wir auf die Pedero. Wunderbar. Sind wir die Bauern los. Haben dann mit neapolitanischen Rebellen zu tun. Päpstliche Nationalisten, nicht so großes Problem. Und in Visoki, also in den zwei Provinzen, wird es ein bisschen ärgerlich werden. Hier sieht so aus, als würden sie Wien angreifen. Ich kann keinen Frieden machen, ohne Österreich Friol zu geben, glaube ich, sonst bricht Österreich mit mir. Das verliere ich hier ihr Vertrauen. So braucht es noch ein bisschen mehr Warscore. Aber wir kommen halt nicht an die Hauptstadt ran. Also muss ich hier zumindest
die besetzten Städte zurückerobern. Das wäre so das Minimum für mich. Einmal noch unseren General. Auf gar keinen Fall. Venedig, auf gar keinen Fall. Dann haben wir eine Armee von 4000 Mann. Halleluja. Können wir schon mal weiter und Sprüche aufbauen? Das wird meine Hauptexpansionsrichtung werden, hier Apulien zu vereinen. Wien ist befreit. 31% jetzt. Reicht es vielleicht schon. Ich will diesen Krieg jetzt auch nicht ewig ziehen. Denn ich glaube nicht, dass ich noch viel mehr Warscore machen kann. Wir könnten halt diese Armee mal schlagen, aber keiner scheint sich da wirklich für zuständig zu fühlen. Also, nochmal alles raus. Zeta an mich, Friol an Österreich. Dann ist Österreich glücklich und wird nicht mit uns brechen. Und da ist noch ein bisschen Platz. Dann könnte ich mir noch Kreta vielleicht, ne? Ich kann es noch ein bisschen länger ziehen, glaube ich, diesen Krieg. Mich kostet er jetzt nicht so wahnsinnig viel. Mein Land ist nicht besetzt. Aragorn warnt mich. Oh, oh. Und die 1000 Mann sind weg, ne? Shit. Vor allen Dingen, wo sind denn unsere Armeen? Ich könnte jetzt den Frieden natürlich doch einfach unterzeichnen. Ohne Scheiß, Leute, ich gucke gerade aus dem Fenster. Es schneit einfach. Es schneit. Ich bin vor 2 Tagen im T-Shirt draußen rumgelaufen. Wie kann es denn gerade schneien? Halleluja. That's something. Okay, wir müssen versuchen, Ragusa noch zu befreien. Nein, 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 nicht abbrechen. Nicht die Belagerung jetzt abbrechen. Ich Ragusa befreit kriege und vielleicht diese venezianische Armee gestoppt bekomme. Oh, der Kirchenstaat. Will zurück. Ah, ne, an der Seite Burgunds, alles klar. Okay, Ragusa fällt jetzt relativ zügig. Die venezianische Armee ist abgezogen. So, Ragusa befreien. Ich fände Kreta durchaus attraktiv. Lässt uns auch eine Reichweite, um eventuell Byzanz zurückzuerobern. Denn wir haben ja einen Waffenstillstand 36, aber den haben die Osmanen ja dann auch. Das lässt uns hier eine Präsenz auf jeden Fall in der Ägäis. Aber nicht so verwundbar, wie jetzt zum Beispiel Athen ist, wa? Okay, Obacht. Sie marschieren wieder. Und England hat sich ja komplett rausgezogen aus dem Krieg. Die sind ausgestiegen. Was sollen die im Mittelmeer? Aber viel mehr können wir auch tatsächlich nicht machen, ne? Viel mehr Kriegsstand. Ach. Kümmert sich hier noch um die ungarischen Bauern. Ragusa ist befreit, 40%. Ich weiß nicht, ob Athen jetzt hier noch eine große Rolle spielen kann mit 4000 Mann. Ich traue jetzt meinen Verbündeten noch nicht zu. Sie scheinen diese Armee nicht wirklich zu jagen. Ich glaube, wir machen Frieden. Quatsch, hier. Also, Österreich machen wir glücklich. Unsere Verbündeten sind für Gefälligkeiten drin, die anderen. Kreta geht an uns, Friol an Österreich, Zeta an uns. Kannst sogar noch mehr drauflegen. Kriegsreparationen? Nee, das wäre zu viel des Guten wohl. Kriegsreparation von Venedig finde ich aber sehr attraktiv. Mal gucken, vielleicht können wir es noch ein bisschen höher ticken lassen. Gegen mich tickt halt eine sehr hohe Kriegsmüdigkeit gerade. Ne? Die kriege ich jetzt nicht klein. Einerseits bemüht man sich jetzt auch nicht wirklich, die venezianische Armee mal klein zu kriegen. Wenn man Kriegsoperationen noch ranzukommen. Klicke ich denn hier mal falsch? Ist ein bisschen illusorisch. Könnte man höchstens noch einen Haufen, nicht mal, einen Haufen Gold oben drauf legen. Aber lasst uns den Frieden, glaube ich, lieber jetzt machen. Sonst tut uns die Kriegsmüdigkeit nur weh.
Wir brauchen lieber ein bisschen Ruhe, um uns zu holen. Viel mehr Land wäre jetzt eh nicht ratsam. Es könnte schon eine Koalition gegen uns bedeuten. Aber Ferrara und Genua kriege ich relativ schnell raus. Wenn ich da sofort meine Diplomaten schicke, sollte sich das erledigt haben. Bis 33 haben wir dann da Frieden. Das heißt, könnte man eventuell nochmal den Krieg beginnen, solange wir auch einen Waffenstillstand haben mit den Osmanen. Ein Grund mehr, jetzt Frieden zu machen. 75.000 auf unserer Seite gestorben. Zeta zurückgeholt. Müssen wir leider wieder zu Kernprovinzen machen. Ich überlege, ob ich die Kriegsmöglichkeit senken muss. Weil ich nicht wirklich eine Armee habe, um jetzt hier zu agieren. Ach, bis zu 10.000 Mann mehr als ich habe. Ich senke sie mal ein bisschen. Und dann gucken wir, dass wir es irgendwie hinkriegen. Das war jetzt ein Fehler, ne? Ich Kreta erst 2-3 Punkte dann verschenkt. Erst Kriegsmöglichkeit senken, dann Kreta zur Kernprovinz erklären. So, denn wir brauchen einen weiteren Rivalen. Alles sehr viral gerade, Leute. Hier in der Provence Kirchenstadt Ferrara. Wer bietet sich da an? Ferrara durchaus. Finde ich, Ferrara ist ein okayer Rivale. Auch durchaus Land, was mich interessiert. Die Emilia Romagna. Sondern hätte ich gesagt, ich möchte Genua. Und ich glaube, Siena möglichst schnell in den Griff kriegen. Jenny, ja. Es schneit. Ist dir das aufgefallen? Ja, es schneit jetzt auch. Ich habe vorhin, heute Morgen habe ich einen Call gehabt mit Hamburg und dann meinte meine Callpartnerin Valentina, dass ganz hoch Schnee liegt. Dann hat sie mir ein Foto geschickt und das war in Hamburg. Der komplette Balkon war weiß. Wow. Wie als hättest du gerade erzählt, dass ich vor 2 Tagen noch im T-Shirt draußen war. Ja, sie halt auch. Sie meinte, sie hatte Sonnenbrand am Wochenende. Ja. Und das hier im schönen Italien und an Griechenland. Wir als Athener haben gerade leider Athen verloren. Was ist ein Athen ohne Athen, frage ich. Oh Mann, ey. Was hast du denn da gemacht? Ich wurde angegriffen. Hinterrücks. Hinterrücks? Ich konnte nichts dafür. Das war ein Unfall. Oh. Ja. Du hast auch deine Diplomatie hat nicht dazu gehört. Nein. Hab mich nicht beschützen können, meine Diplomatie. Shit. Die hochgelobte athenische. Ach. Ja, wie wir wissen, geht Athen früher oder später in der Geschichte eh unter. Nicht in dieser, liebe Leute. Nicht in dieser. Die junge Dame. Na dann, viel Spaß, ich koche jetzt. Koch mal was Schönes. Eine Pilzpfanne. Mach mal eine schöne Pilzpfanne. Ja, ich will. Vielleicht kriegt jemand dann auch Hunger. Das ist richtig gemein, ne? Ich hab schon was gegessen. Nee, ich meinte von unseren Zuschauern. Das weiß ich nicht, Leute. Ob ihr Bock auf eine leckere Pilzpfanne habt von Jenny? Ich kann kochen. Ja, kochst du selten, aber für mich. Ja, finde ich selten, aber... So, Leute, hier, ich muss jetzt hier mal dich bewegen, Jenny. Bye, bye! Hältst du den Betrieb auf. Leute, beunruhigende Nachrichten ereilen uns. Ancona, nein, da ist Ancona, ist jetzt protestantisch? Können sie es wagen? Nein, das ist das Reich, da ist die Religion. Durch das Nürnberger Religionszentrum vor allen Dingen. Hey, Romagna auch bereits. Dalmatien reformiert, das gefällt mir alles überhaupt nicht, was hier passiert. Hey. Nun denn, Leute, nun denn. Jetzt müssen wir uns ja mal ein bisschen kurz sortieren. Adel verliert schon wieder Loyalität. Das kann ich mir eigentlich nicht erlauben. Aber ich möchte auch nicht Grundsteuer aufgeben dafür. Um sie loyal zu halten. Ich frage, das können wir mittlerweile etwas tun, um Loyalität wiederherzustellen. Erst im Jahr 28. Ich muss echt mal in die andere Richtung schauen. Auch wenn es jetzt langfristig natürlich wehtut. Jetzt hier Grundsteuer verloren haben. Aber mir ist die Rekrutenregeneration gerade sehr, sehr wichtig. England gegen Burgund. Spannend.
gucken am Ende der Folge nochmal auf Europa drauf, was genau alles hier vor sich geht. Ich glaube, Burgund ist wieder in zwei Kriege verwickelt. Nein, den einen haben sie scheinbar beendet. Aber sie haben... Was ist das hier sonst? Breda haben sie schon unter ihre Kontrolle bekommen. Also Burgund hält. Burgund hält durch. Spannend. Also, ganz kurz mal geschaut. Ich glaube, ich muss ja echt mal kurz pausieren. Also, Visoki, ausgerechnet Visoki. In einem Jahr. Größere Unruhe. Achso, das sind artige Rebellen. 8000. Die werde ich niedergeschlagen kriegen, das ist kein Problem. Dann auf Kreta, aber erst in 4 Jahren. Kein Problem. Montenegro. Das sollte sich in den Griff kriegen lassen, wenn die Kriegsmüdigkeit jetzt sinkt. Die Neapolitanischen, die sind ein Problem. Die Päpstlichen kriegen wir auch in den Griff. Also wir haben 2 Rebellenherde. Und die Neapolitanischen mit 15.000 Mann, das ist ein bisschen problematisch. Da bin ich eigentlich... Ja, da habe ich eigentlich keine richtige Wahl, da muss ich Söldner anheuern. Immerhin, wir bekommen an Kriegsreparation plus 5 Dukaten. Durch Zinsen verlieren wir aber auch einiges, vor allem auch Kriegsreparation an die Osmanen. Ich frage mich tatsächlich, wie die Kriegsreparationen an die Osmanen berechnet werden. Es ist ja x Prozent unseres Einkommens, aber ist das Einkommen vor oder nach die Kriegsreparationen, die wir von Aragon erhalten? Naja. Und dann haben wir noch knapp 400 Dukaten Schulden jetzt angehäuft und auch 13% Inflation. Also das ist auch so ein Ding, was wir mal abbauen müssten. Hier, mit der Nationalbank. Ist aber alles noch ein Weilchen hin. So, Visoki. Da wird mir fast nichts anderes übrig bleiben. Jetzt auch da schon Söldner, glaube ich, hinzustellen. Unsere Reserve erholt sich einfach nicht schnell genug. Auch dank der Kriegsmüdigkeit. Gucken wir mal noch auf die Stände, ob ich hier schon was tun könnte. Wenn ich ihn... Ah ne, genau, den kann ich gerade keinen Einfluss verschaffen. Nicht genug zumindest. Ach doch, das geht. Das geht mittlerweile ja, weil wir uns hier entschieden haben für die meritokratische Rekrutierung. Hat der bürgerliche Stand plus 10% Einfluss. Das heißt, wenn ich ihn jetzt im Monopolkater gewähre, kommen sie auf 30, haben also mehr als 25. Und dann können wir hier 50 diplomatische Macht mitnehmen. Ich kann ihnen kein Land geben, deshalb kriege ich den Einfluss eigentlich auch nicht höher gepusht als das und kann dann immer nur die 50 mitnehmen. Aber immerhin. Die sollen mal schön bleiben, wo sie sind, die serbischen Nationalisten. Beim Klerus. Geht auch. Geht auch. Sind die denn alle wieder bereit hier? Ja, können wir machen. Okay, tun wir das noch eben. Mal jetzt auch bewusst Pause, weil die Rebellen sonst hier uns übermannen drohen. Also Einfluss und ja, tut natürlich dem Prestige jetzt auch nicht unbedingt so gut, aber was soll man machen? Hey, Moment. Warum steht ihr gerade so negativ da? Du Schande. Das war ein Fehler, ne? Minus 10% durch die politische Einmischung tolerierter Landdiebstahl minus 10%. Gut, die ersuchte Unterstützung hält halt noch ein bisschen jetzt dann an. Es war jetzt nicht verschwendet, meine Investition. Aber danach gehend kann ich sie so richtig erst... Ja, mir fehlen halt diese 20% hier. Das ist eigentlich erst 33 wieder effektiv zugänglich, wenn ich ihnen nicht noch mehr Land geben möchte, aber möchte ich eigentlich nicht. Die sind da gerade massiv reduziert, was den Einfluss angeht. Und ich brauche für die ganzen Events hier, für die ganzen Interaktionen, mindestens 40 und die kriege ich nicht, wenn ich 20% gerade verliere. Aber was wir gerade gemacht haben, das hält ja eine Weile, der Einfluss. Von daher passt das schon. Immerhin haben wir jetzt eine hohe Loyalität. Ah, nicht verkehrt. 38 Papsteinfluss mittlerweile auch. Immerhin. Bisschen Ruhe noch, ne? Bisschen Ruhe, bisschen Zeit ist noch. Deaktiviere meine Festungen mal. Können wir noch ein bisschen was sparen. Immerhin, also, ne?
Wer keine Armee hat, muss auch nicht so viel bezahlen. Weil wir sehen, wir leben gerade fast ausschließlich von der Kriegsreparation. Das Land hier, Byzanz, an Athen zu verlieren, das tut schon weh auch. Mailand in einem Angriffskrieg gegen die Provence. Abschaffung der Kirchenfunktionen. Von Kirchenfunktionen. Für 20 Jahre minus 15% Steuereinnahmen. Das ist schon übel. Gewinnt der Adel an Loyalität, der Klerus verliert. Das ist in Ordnung. Wir kriegen ein paar Dukaten. Könnte man sich jetzt ausrechnen, aber 15% Verlust auf 20 Jahre. Bei unseren Steuereinnahmen entsprechen, glaube ich, nicht 80 Dukaten. Oder ich lehne es ab und gewinne Stabilität. Und Stabilität ist das, was unser Land aktuell am meisten braucht. Ich glaube, zwei hatten wir noch nie, zu keinem Zeitpunkt in dieser Kampagne. Wie viele Mann exakt in Visoki? 8000. Okay. Aber rückläufig, ne? Vielleicht komme ich drum rum, vielleicht kriege ich sie zurückgedrängt. Jetzt die Kriegsmüdigkeit sinkt. Ungarn hat hier ein paar interne Probleme. Hier gibt es Wandi. 28 wieder, alles klar. Also wir merken mal, und zu Ende der 20er Jahre können wir auf Admin-Hilfe und auf Militärhilfe gehen. Pushen unsere Armee. Ich baue jetzt auch eher die teuren Einheiten, dass wir, wenn wir gleich Söldner bauen, dann eher Infanterie nur bauen müssen. Tja, Leute. Also eine Folge mit Gewinnen und Verlusten. In Italien Land dazu gewonnen. Athenisch-Italien sieht schon relativ mächtig aus jetzt. Dafür aber unsere Hauptstadt Korfu und Byzanz verloren. Kreta noch gewonnen. Nicht zu vergessen. Das sind immerhin 13 Entwicklungen. Und ein ganz gutes Sprungbrett, um von hier aus eben im gesamten östlichen Mittelmeer aus zu agieren. Finde ich nicht ganz uninteressant. Dieser Schnee draußen, der macht mich fix und fertig. Ich war schon so völlig auf. War eigentlich kurz davor, meinen Balkon mal so ein bisschen frühlingsfest zu machen. Na gut. Wir lassen den Blick nochmal kurz schweifen über die Europakarte. Also England befindet sich in einem Krieg gegen Burgund. Sie sind der Angreifer. Es geht um Calais. Frankreich. An der Seite Mailands. In der mailändischen Eroberung von Coni. Gut, das ist natürlich brutal. Das wird Frankreich jetzt sicherlich auch nutzen können und auch ein bisschen Land abnehmen mit. Österreich, Ungarn im Frieden, Kastilien im Frieden. Aragon im Frieden. Polen, Litauen. Auch friedlich. Gibt es Moskau noch? Ja, ein bisschen. Ansonsten recht friedlich. Außer dieser Großkriege jetzt hier. Des großen Krieges zwischen England und Burgund. Passiert aktuell nicht viel. Mamluken halten sich auch ruhig. Ich würde mir so wünschen, dass jemand stärkeres Mamlukenreich entsteht. Dass es wirklich aufnehmen kann mit den Osmanen, aber sehe ich aktuell nicht. Na gut, liebe Leute. In der nächsten Folge muss Nero der Zweite, der Grausame, Nero der Grausame, erstmal mit internen Konflikten hier ein wenig aufräumen und dann gucken wir mal, wo wir als nächstes vielleicht unsere Grenzen noch etwas erweitern können. Ansonsten die Waffenstillstände, ja, die laufen jetzt natürlich ein bisschen. Bis 36 bzw. bis 33. Aber die Zeit wird wie im Fluge vergehen. Macht's gut, bis dahin.